Die Wahl ist rum, die Grünen, sie sind zerstört worden, wirklich zerstört worden. Die FDP wurde ebenfalls zerstört, vollständig eliminiert sozusagen. Aber die Linke hat wieder hier einen vom Stapel gelassen und die Tagesschau und alle miteinander. Leute, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, euch diese ganzen Szenen zu zeigen. Sie sind völlig wahnsinnig geworden, aber wir starten direkt mal rein bei Politik. Mit Kopf erstmal herzlich willkommen dazu mit einer Szene, wo die Tagesschau oder der Moderator der ARD hier ein Wording übernimmt, was bedeutet, dass es in Thüringen und in Sachsen nicht nur Stimmen bei der Wahl gegeben hat, sondern demokratische Stimmen und dann vermutlich undemokratische. Wirklich ein großer Hammer, was hier passiert. Hört mal genau rein. Das ist angesprochen, der mit den meisten demokratischen Stimmen ist momentan Mario Vogt. Das heißt, ihn werden Sie dabei unterstützen, eine Regierung zu... Was ist das denn, der mit den meisten demokratischen Stimmen? Als ob man es der Stimme ansehen kann, ob sie demokratisch oder undemokratisch ist. Völliger Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Sie haben nichts gelernt aus dieser Klatsche, die Sie hier bekommen haben. Die CDU, sie feiert sich dafür, ihren Plagiatsdoktor Vogt, ja, der ein paar Prozentpünktchen mehr hatte als vor einem halben Jahr in der ersten Prognose. Dafür feiern sie sich, dafür, dass Thüringen rein rechnerisch unregierbar ist, ohne dass eine Brandmauer fällt. Da werden sie mal die Quadratur des Kreises machen müssen, denn das wird so nicht funktionieren. Aber weil das Ganze noch nicht schön genug war, habt ihr gesehen, dass Ricarda Lang fast geweint hat? Wollt ihr Ricarda am Weinen sehen? Schaut zu. Schließend die Frage, ist die grüne Migrationspolitik heute Abend hier in Sachsen und Thüringen nicht klar gescheitert? Nein, denn ich glaube nicht, dass das Thema ist, das die Menschen hier am meisten umgetrieben hat. What? Frau Lang sagt, das Thema Migration ist nicht das, das die meisten umgetrieben hat. Ha! Ha! Leute, wie man so hohl sein kann. Frau Lang, liebe Ricarda, ich würde mir an deiner Stelle mal einen Intelligenztest aneignen, um zu sehen, ob man es überhaupt mit der Mehrheit der Bevölkerung aufnehmen kann, intellektuell oder nicht. Wenn du aber, liebe Ricarda, wirklich der Meinung bist, dass das Thema Migration bei den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen keine Rolle gespielt hat, dann bist du wirklich von minderer Intelligenz. Denn diesen kausalen Sachzusammenhang haben nicht nur die Spatzen von den Dächern gepfiffen, das haben sogar Demoskopen wissenschaftlich untersucht. Das sind also harte Fakten, auf die wir uns hier stützen können. Also, liebe Ricarda, wenn da was nicht ganz locker, also nicht ganz in Ordnung ist bei dir oben in deinem Vogelkästchen, würde ich mal an deiner Stelle zum Arzt gehen, mich untersuchen lassen, auch ob ich noch in der Realität lebe wie du, ob das das Gleiche ist. Und damit einen schönen Gruß. Die Flitterwochen sind somit einfach zerstört. Aber habt ihr gesehen, wer hinter Ricarda Lang steht? Habt ihr das mal gesehen auf dem Foto? Hauptsache, eine grüne Elfe ist bei der Wahlparty der Grünen dabei. Das ist alles, was zählt. Es kommt noch viel besser. Es ist gerade relativ klar, dass wir das Bundesland sind, in dem das erste Mal in Deutschland eine extrem rechte Partei als stärkste Kraft in den Thüringer Landtag einzieht. Und das, entschuldigt bitte, ich hatte das vorhin schon mal, ich habe eigentlich gedacht, ich mache das nicht nochmal. Das macht mir ehrlich gesagt die größten Sorgen im Moment. Und willst du vielleicht Bernd übernehmen? Sie bricht in Tränen aus, diese arme Grüne, weil jetzt die Rechten in Thüringen so stark sind. Ich kann nur lachen, denn eigentlich ist das Wahlergebnis alles andere als zum Feiern. Ja, natürlich hat die AfD einen Punktsieg errungen, doch dass die AfD in Sachsen nur 3% mehr hat als bei der letzten Wahl, möchte ich nicht akzeptieren. Wenn man sich die Stimmung in der Bevölkerung anschaut, kann das so nicht stimmen. Aber wir sehen, wie weit das Gehirnwaschen, das Brainwashing in Deutschland inzwischen voranschreitet. Und es ist vor allem völliger Wahnsinn. Die SPD bleibt jetzt drin. Sie wollen sich jetzt retten, bis zumindest die Brandenburger Wahl. Und die FDP, die Grünen, sie stehen da, sind überall rausgeflogen, waren teilweise gar nicht drin und fabulieren jetzt von den Rechten. Und da muss man nochmal sagen, der Souverän, der Wähler hat entschieden. Und der Souverän, der Wähler, dem ist das Jacke wie Hose, ob das recht oder rechtsextrem ist oder sonst. Es geht darum, dass die Probleme der Zeit von niemandem gelöst werden, dass niemand es ernsthaft versucht,
Die AfD, sie hätte Konzepte, und gestern Abend in der Wahlarena bei Welt gab es wirklich hier spannende Andeutungen von Jens Spahn gegenüber Alice Weidel. Das war wirklich phänomenal. Da kamen dann so Sätze raus auf einmal wie, ja, das sind aber vernünftige Vorschläge, die Sie hier unterbreiten und. Das wird noch spannend, denn die CDU kann eigentlich nur mit der AfD regieren. Wer die bürgerlich-konservative Mehrheit in diesem Lande ignoriert, wird bei der nächsten Wahl die Klatsche kassieren. Ganz einfach. Und die CDU hat jetzt ja das Problem, sie müssten die Rechten einhegen. Ja, das ist das, was ich schon lange fordere und sage. Ihr könnt die AfD nicht machen lassen, bis sie die absolute Mehrheit hat, weil dann drehen sie wirklich frei, noch nie regiert und dann gleich mit absoluter Mehrheit. Ihr müsst sie in Regierungsverantwortung nehmen, wenn sie noch keine 50% haben. Und das wollen sie hier nicht. Aber das ist das Einzige, was hilft, Leute. Nehmt CDU, AfD für Thüringen und für Sachsen und regiert diese Länder so. Und dann wollen wir sehen, wir alle in Deutschland, was dabei herauskommt. Ich glaube nicht, dass dann die Firmen ihren Standort verlassen in Sachsen, nur weil eine blaue Partei im Parlament sitzt. Es geht hier um das Durchsetzen von Recht und Gesetz. Und für viele in diesem Lande bedeutet vor allem Recht und Gesetz zuerst die eigene Bevölkerung, dann der ganze Rest. Bei uns ist es inzwischen pervertiert zum Gegenteil. Erst kommt der ganze Rest und dann die Bevölkerung. Bestes Beispiel, 1000 Euro Vergewaltigungsprämie, um nach Afghanistan auszureisen, aber unsere Rentner sammeln Flaschen. Olaf Scholz, du bist ein asozialer Bundeskanzler. Nancy Faeser, du bist auch eine asoziale Innenministerin. Und Hubertus Heil, du bist sowieso ein asozialer Arbeitsminister. Alle drei von der Verräterpartei, von der SPD, die schon immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden haben soll, nach Frau Faeser. Da oben kann ich nur den Vogel zeigen. Wer die Ausweisung Adolf Hitlers verhindert hat mit seinen Stimmen, hat nicht auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Aber ich bin gespannt, ob sie sich jetzt wieder beleidigt fühlen, nur weil ich hier manchen die Intelligenz abspreche oder sage, dass sie einfach einen Vogel haben, weil sie völlig wahnsinnig sind in dem, was ihnen zu Kopf gestiegen ist. Ich grüße alle vom Staatsschutz, vom SEK oder sonstige, die meinen, sie kommen hier durchs Fenster und halten mir eine Gefährderansprache. Ich kann immer nur sagen, da vorne ist die Tür, wer klingelt, kriegt einen Kaffee aufs Haus. Aber mal gucken, ob ich jetzt wieder Delegitimierer bin oder ob ich es nicht bin. Es ist absoluter, völliger Wahnsinn. Und einen Knaller, den habe ich noch für zum Schluss aufgehoben, wie Björn Höcke hier Bodo Ramelow aus dem Studio verdrängt. Aber das ist gar nicht die Kernaussage, sondern hört mal zu, was er hintenrum dem Reporter um die Ohren klatscht. Tag, Herr Höcke, grüße Sie. Hier drüben ruhig zu Herrn Ramelow, bitte. Herr Ramelow, danke, dass Sie bei uns waren. Und damit kommen wir zu Ihnen, Herr Höcke. Sie sind die Partei mit den meisten Stimmen an diesem Wahlabend. Sie werden aber auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das muss ja gerade wieder sein. Das ist eine Tatsache. Wollen wir uns darüber unterhalten? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Hören Sie bitte auf, mich zu stigmatisieren. Wir sind die Volkspartei Nummer 1 in Thüringen. Sie wollen doch nicht ein Drittel der Thüringer Wähler als rechtsextrem einstufen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie jetzt Ministerpräsident werden wollen. Da war es wieder das Framing von den Öffentlich-Rechtlichen. Sie können es nicht lassen, denn Sie wissen ganz genau, dass Björn Höcke die Axt an den Rundfunkstaatsvertrag anlegen würde, was nicht mehr als richtig ist. Dieser Moloch von Öffentlich-Rechtlichen gehört ersatzlos gestrichen. Wirklich ersatzlos gestrichen. Das ist völliger Wahnsinn. Und dann framen sie hier, ja, nein, rechtsextrem ist Björn Höcke nur nach der Ansicht der Inlandsgeheimdienste. Das ist ja der Witz an der Sache. Karlsruhe hat nicht entschieden bisher, dass die AfD undemokratisch wäre, dass sie verboten gehört oder dass sie rechtsextrem wäre. Das sind alles Werturteile der aktuell Regierenden, um sich zu schützen vor einer Übernahme durch die AfD. Wenn sie die AfD jetzt weiter außen vor lassen wollen, indem sie sie wieder ausgrenzen, obwohl sie ein Drittel der Wählerstimmen hat, dann wird das bald bitterböse Konsequenzen haben und sie werden dieses Land bald auch nicht wiedererkennen. Denn, wie schon richtig gesagt, wenn man ein Drittel der Wählerstimmen per se ignoriert, immer ignoriert, weil es die falsche Partei wäre, was meint ihr, was dieses Drittel der Wähler dann von der Demokratie hält? Nicht mehr ganz so viel, weil sie sehen, dass ihre abgegebene Stimme danach
mit Füßen getreten wurde. Und das schimpfen sie dann parlamentarische Demokratie und wundern sich, dass die Leute im Osten euch den Vogel zeigen und sagen, hier oben, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Es ist völliger Wahnsinn, wie ich euch das immer wieder nur sagen kann. Ich bin vor allem gespannt auf eure Meinung. Abonniere mal diesen Kanal. Kommentiere hier drunter, ob du gewählt hast in Thüringen oder in Sachsen oder wie du das Ganze siehst. Ansonsten habe ich noch Auswandern mit Kopf, dem neuen Kanal für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden ist was dabei. Und ich habe auch noch X und Telegram. Wenn du die syrische Großhochzeit suchst, wo sie sich verschlagen haben, musst du unbedingt in meinen Telegram-Kanal. Findest du alles in der Beschreibung unter diesem Video. Ansonsten, ich habe noch Amazon Affiliate Links unter meinen Videos. Kleine Provision für mich, gleicher Preis für euch. Wenn ihr was bestellt, geht einfach vorher unten auf den Produktlink und dann sucht euch aus, was ihr wollt und bestellt einfach. Damit sage ich ciao, bis bald.